Es ist der 1.1.2013. Es ist Neujahr und ich wünsche euch allen ein frohes Neues. Ja, das Glas ist wieder bereitgestellt. Wir sind bei Miasmata und versuchen uns ein weiteres Mal an diesem blöden Dschungelgebiet da hinten. Und ja, das geht wirklich gut los. Jetzt ertrinken wir hier gleich mal direkt. Das ist nicht gut. So. Ja, mittlerweile kenne ich den Weg, ja. Es ist der 1.1., wie schon gesagt, und ich habe wenig geschlafen. Habe gerade die 6 Stunden Silvestergala von GameTube hinter mir. Moment, gehe ich überhaupt richtig? Südwesten, ja. Die netten Leute, die netten Jungs von GameTube haben... Wo ist mein Messer hin? Na, herrlich. Haben dann nämlich so, eine Silvestergala gemacht, natürlich nicht live, die habe ich mir auch nicht gestern Abend angeguckt, also an Silvester, sondern heute Morgen, heute Vormittag, um ein bisschen wach zu werden, um den einen oder anderen Kaffee dabei zu trinken. Und ich gehe zu weit in den Westen. Ja, und dann höre ich dein Herz schlagen. Bevor ich hier wieder wild rumlabere, muss ich natürlich aufpassen, dass das Viech nicht kommt. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, es ist gerade so ein Gesokorusam, es ist gerade eine schöne Stimmung, ist nicht viel los, draußen ist es trübe, könnte man sich doch mal... Moment, da sind die Treppen, das heißt, das nächste Mal, wenn ich wieder sterbe, muss ich weiter Richtung Osten gehen. Wo war ich denn geblieben? Da könnte man doch mal Miasmata aufnehmen. Ja, und genau das tue ich jetzt. Dann schauen wir mal, ob wir es dieses Mal schaffen, denn wir wissen ja, bei der letzten Folge, auch schon bei der vorletzten, hatten wir das Flintskin, was wir brauchen, eigentlich schon gefunden. Es gab nur das Problem... Hatte ich da gerade das Herz gehört? Es gab nur das Problem, dass uns das Viech jedes Mal in die Quere gekommen ist. Und ich hoffe, dass es dieses Mal nicht so ist. ja genau, das war die Stelle, wo man schwimmen musste. Was wir aber nicht können, denn ich meine, wie alt sind wir hier wohl? Also unser Spieler, der ist bestimmt über 30, würde ich mal schätzen. So von seinem Wissensstand her und Stimme, Hände. Aber schwimmen ist nicht, nee, schwimmen kann man dann nicht. Das ist ja auch schon eine Sache der Kraft, ne? Das ist ja mit über 30 hat man ja auch keine Kraft mehr. Viele von euch kennen das ja. Die 40-Jährigen da drauf. Hey, vorsichtig, mein Lieber, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Okay. Und wir sind schon relativ nah. Und hören noch kein Herz buppern. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, ich hätte es, glaube ich, nicht sagen sollen. Ich hätte meine Klappe halten sollen. Na komm. Ich versuche mir auch so viel Puste wie möglich zu sparen. Also jetzt nicht ich persönlich, sondern für unseren Spielcharakter. Damit wir schnell wieder flüchten können. Ja, mein Gott, wo geht's denn hier noch lang? Geht das hier so tief in den Sumpf rein? Ah, ich glaube, hier war die Stelle, wo wir uns das letzte Mal vor dem Viech versteckt haben. Wo ich noch gesagt habe, oh, ich glaube, das cutte ich raus. Was ich dann aber vergessen habe. Ich gebe es jetzt hier in dieser Folge zu. Ich habe das vergessen, wenn das da ein bisschen langweilig war in der letzten Folge. Und dann bitte ich das zu entschuldigen. Wo ich da im Gebüsch gehockt habe und da sind sie. Wo es dann sehr, sehr langweilig wurde. Okay, wir müssen uns den kürzesten Weg zum Schwimmen raussuchen und ich glaube tatsächlich, dass es der von hier ist. Und zwar von hier. Vorsichtig. Wir müssen es riskieren, wir können es ja eh nicht ändern. Wir müssen es riskieren, rein da. Müssen wir da schnell hinschwimmen? Schnell. Oh, das wird nichts. Ey, Moment, ich bin doch schon auf dem Trocknen. Jetzt versuchen wir den Trick hier nochmal. Hat's geklappt? Ja, es hat geklappt. So, das wollte ich mir nämlich jetzt nicht nehmen lassen. Okay, das ist die Pflanze. Das ist alles schön und gut. Ja, wo geht's denn dann? Wo ist es denn dann kürzer, bitte? Ist es nach da etwa kürzer? Probieren wir es. Wir trinken vorher einen Schluck. Nehmen die Pflanze da vielleicht nochmal mit. Die macht uns... die kann uns schöne Medizin liefern. Ja, und dann versuchen wir es einfach bis dahin. Ne?
Vielleicht erreichen wir das Ufer und dann los. Ich sprinte. Gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi, mein Bester. Hier wenigstens so an den Rand, dass er kurze Flaschen auf. Ja, ja, komm, 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 komm. Komm, du. Du bist doch schon am Rand. Was ist denn. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Yes! Wir haben die Pflanze. Und jetzt nichts wie weg. Jetzt nichts wie weg. Das ist hier lang. Hat die natürlich jetzt ein bisschen mitgenommen. Haben wir noch Medizin? Ja. Haben wir. Nehme ich auch direkt. Können uns ja jederzeit ein neuer machen. So. Und jetzt geht's hier rum. Zu Outpost Tau. Es ist gerade sogar so ruhig, dass ich eventuell kurz bestimmen könnte, wo. Könnte ich. Kann ich aber doch nicht, weil ich überhaupt keinen Plan habe. Jedenfalls mapmäßig, wo wir überhaupt sind. Ich glaube, hier über den Berg rüber war das. Könnte das ungefähr stimmen? Das könnte ungefähr stimmen. Wenn wir vorher nach Süden, dann müssen wir jetzt nördlich auf jeden Fall. Nördlich. Nördlich. Seht ihr was? Ich sehe nix. Aber es ist gut, dass wir schon mal die Pflanze haben. Wenn jetzt. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt das Vieh kommt. Ich laufe mal nicht. Ich sprinte nicht, meine ich. Ich laufe normal. Das Vieh ist. Das Vieh ist hinter uns her. Ich sprinte doch. Ich sprinte einfach weg. Ich sprinte einfach weg. Vielleicht regeln wir es hin. Hier die Klippe hoch. Ja! Es wird schwächer. Komm, beweg deinen Arsch. Und da sehe ich Häuser. Ich habe gar nicht gewartet, ich habe nicht geguckt, wo es ist. Ich bin einfach mal gerannt. Oh, jetzt aber vorsichtig. Auf den letzten Metern soll das jetzt nicht unser Verhängnis werden. Dann haben wir schon, haben wir den blauen Pilz? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Den blauen Pilz haben wir, glaube ich, gefunden und auch schon gespeichert. Stoppi, stoppi. Da geht's runter. Ist mir jetzt auch nicht so wichtig, ob hier das, Labor ist oder nicht. Hier wird auf jeden Fall erstmal eine Speicherstation sein. Und das werde ich nutzen, aber hallo. Irgendwo da müsste das Viech sein. Die Grafikqualität ist nicht so gut. Ich habe die runtergesetzt für den Stream. Das werde ich jetzt mal wieder ändern. Machen wir das mal so. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Die Framerate ist natürlich nicht so toll bei dem Spiel. Da soll es aber wohl, habe ich jetzt gelesen, bei der Steam-Community Post übrigens. Da soll es ein Update geben, das die Framerates verbessert. Und wir speichern. Huhu. Sehr schön. Dass die Framerates verbessert, denn ganz ehrlich, dafür, dass was das Spiel hier zeigt, sagen wir mal so, sind die Framerates nicht ganz so toll. Ich habe hier im Moment eine Framerate von 15 Frames. Hab das fast auf den höchsten Details, aber ihr seht ja selbst, wie es aussieht und naja. Warte mal, wo gehe ich gerade hin? Ich meine, wir wären da gewesen und müssten dann jetzt ein bisschen nach Osten. Naja, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Ich versuche jetzt nämlich gerade zum Labor zu kommen. Das war doch. Ach, da unten. Ja, tatsächlich. Hoho. Oh, aber so wollte ich da nicht hin. Nee, Moment. Ist es das? Stopp. Seitlich rutschen, ne? Ist immer eine gute Idee. Und ich glaube, er rutscht auch hier gleich ganz runter. Doch, ich meine, das ist das Labor, ja. Yes. Und wir haben tatsächlich den blauen Pilz. Sehr gut. So, jetzt das nehmen wir mit. Genau, und dann nehmen wir noch das mit. Okay, das... Kann ich das nicht zusammennehmen? Ich speichere, bevor ich die kombiniere. Obwohl, habe ich ja da hinten. Oder kann ich hier nochmal speichern? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich das jetzt richtig kombiniere. Es müsste aber der blaue Pilz mit dem
mit der Pflanze sein, die wir gerade in der Hand haben. Und ich speichere hier dann doch nochmal. So. Und wo ist die Treppe? Da. Da geht's runter. So gesundheitlich haben die Anzahl der Tage jetzt uns irgendwie nicht so geschadet. Also, er wird irgendwie nicht so wirklich kranker. Und wer nimmt auch genauso so leicht Schaden? Das hat irgendwie nicht so viel gemacht. Los geht's! Nächste Komponente, yeah! Zack! Komponente X, das Antibiotikum. Jetzt brauchen wir nur noch Y. Bam! Ja, schließen bitte, danke. Mitnehmen wollen wir das natürlich auch, genau. Und jetzt haben wir hier schon... Jetzt kommt bestimmt noch das Rote. Ja, Y. Y. Wie geht das mit den Muscles? Ach, okay, da brauchen wir noch die lilane, fleischige Pflanze. Die haben wir nicht. Die andere haben wir schon. Das ist die, die da gerade über den Tisch da ragt, glaube ich. Obwohl, ist das die lilane, fleischige... Könnte das sein? Auf jeden Fall brauchen wir erstmal Medizin. Und die werden wir uns jetzt hier machen. Und zwar hiermit. Ein bisschen Medizin. Basic Medicine. Das ist sehr wichtig. Oder... Das ist doof, dass die so nach unten gucken. Dass sie da durchragen. Jetzt wollen wir doch mal gucken, wo waren wir denn noch nicht. Also, wir haben... Hier haben wir die eine Komponente gefunden. Hier die andere. Dann wird die dritte sicherlich irgendwo hier sein. Okay. Nee, das wollte ich nicht. Resume. Ich würde mal sagen... Machen wir uns auf den Weg, aber... Oh, waren wir das, die getötet haben? Man weiß es nicht. Einen Schluck trinken, groß. Ah. Also. Aber nicht ohne vorher gespeichert zu haben. Das ist schon wichtig. Und die Uhrzeit, was sagt die denn? 5 Uhr, riskieren wir es? Ja, komm, wir haben gespeichert, wir riskieren es. Das war Westen. Westen, Westen, Westen. Diese Richtung. Let's go. Zur letzten Komponente. Und wahrscheinlich auch direkt in die Arme des Monsters. Ich hoffe es ja nicht. Oh, kacke, hier werden wir nicht hochkommen. Aber wir riskieren es. Komm, komm, komm. Ja, 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 Nordstück. Komm, du warst doch schon oben. Dann mit Anlauf. Und go. Yes. Westen. Westlich geht's. Querfeld ein. So muss das sein. Hier haben wir den... Oh, kann ich... Ach, hier kann ich doch wieder nicht schwimmen. Na egal, hier komme ich rum. Und ich versuche dann hier auch mal einem Weg zu folgen, der nach Westen führt. Vielleicht können wir da ja irgendwas finden. Ich denke mal, Häuser werden an Wegen platziert sein. Und das wollen wir ja finden. Denn das nächste, was wir brauchen, ist ein Stück Landkarte, beziehungsweise eine Karte, die uns das Ganze hier aufdeckt. Es geht nach Westen. Das heißt, wir... Ne, Moment, M wollte ich drücken. Wir waren gerade hier und gehen jetzt quasi hier ins unbekannte Gebiet. Ein bisschen Hintergrundmusik wäre noch schön hier bei diesem Let's Play. Beziehungsweise generell beim Spielen. Ich hör's. Ich werde mal nicht rennen. Oder doch, ich werde rennen. Das hat gerade auch funktioniert. Ich renne hier runter. Aber nicht zu schnell. Komm, komm, leg dich nicht auf die Fresse. Ich springe hier drüber. Wow. Nach dem Springen war es sofort weg. Ah. Sind wir nach Westen gegangen? Moment, wir sind... Wir sind doch nicht nach... Wir sind nach Osten gegangen.
Warum bin ich nach Osten gegangen? Das ist ja völlig falsch. Was zur Hölle? Nee, pass auf. Dann laufe ich nochmal am Strand lang bis zu dieser Hütte und gehe dann in den Westen. Ärgerlich.